Martina, ist es eigentlich so, ich stelle mir immer so vor, dass so wöchentlich bei dir Anrufe kommen von Firmen, die sagen, na, ist mal wieder einer fertig, können Sie mir mal jemanden vorstellen, ist es wirklich so? Oder wie sieht das aus, also die Zusammenarbeit mit den Unternehmen bei deinem Studiengang, sind die, bevor sie fertig sind, alle schon verplant, irgendwo untergekommen im Job oder? Ja, also es ist nicht ganz so krass jetzt, ja, nicht jede Woche. Und die Firmen suchen eben ganz viel auf Plattformen auch. Wir haben auch ein Karriereportal bei uns an der Hochschule. Aber es ist wirklich so, also wir laufen auf einen ganz starken Mangel hin. Und vor allem eben Leute, die in eine bestimmte Richtung ausgebildet sind, werden eben immer stärker gesucht. Und das ist ein Riesenproblem. Wir kommen nicht hinterher, die Leute auszubilden, zu qualifizieren. Wir haben zu wenige Bewerber überhaupt mal, die vorne anfangen. Und ich muss hier gerade auf meinen Zettel schielen, weil wir erwarten, dass wir in diesem Jahr noch etwa doppelt so viele Elektroingenieure brauchen, wie ausgebildet werden. Doppelt so viele. Und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie wir das lösen sollen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen unser Problem. Ne? Also wie jemand, der vielleicht sich noch nicht entschieden hat, gerade Abitur macht, der wird sich sagen, ja, es ist schade für euch, aber deswegen muss ich jetzt trotzdem nicht Elektrotechnik studieren, nur damit ich euren Mangel behebe. Also ich sage jetzt mal ganz frech.